Dieses One-Pot-Hähnchen-Curry steht in nur 30 Minuten fix und fertig auf dem Tisch und es ist das ideale Rezept für alle, die auf der Suche nach einem schnellen, leichten und gesunden Mittagessen sind. Wir starten mit folgenden Zutaten. Wir brauchen nämlich 2 Knoblauchzehen, ein Stückchen Ingwer und eine Chilischote, eine halbe. Da empfehle ich auf jeden Fall immer, die Kerne mit rauszunehmen, sonst wird es richtig scharf. Und wasch danach auch richtig gründlich die Hände, denn wenn du danach irgendwie in die Augen fässt, kann ich dir leider aus Erfahrung sagen, das ist richtig schmerzhaft. Und das Ganze zerkleinern wir jetzt für 3 Sekunden auf Stufe 8. Ich schiebe das Ganze jetzt einmal mit dem Spatel nach unten, bevor ich das Öl zugebe. Und das komplette Rezept zum Nachlesen findest du übrigens einmal hier in der Beschreibung, aber auch bei uns hier in meinem Zaubertopf-Club. Da natürlich wieder mit der super einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung und dem Kochmodus. Es lohnt sich aber nicht nur für die Rezepte im Club zu sein, kann ich dir sagen. Also ich liebe diese App, vor allem, weil ich meine Einkaufsliste und sowas immer in der Hosentasche dabei habe und meine Woche so wahnsinnig gut planen kann. Ich gebe als nächstes Currypaste dazu und Rapsöl. Alternativ könntest du natürlich aber auch Sesamöl verwenden. Und das Ganze wird jetzt gedünstet und zwar für 3 Minuten auf 100 Grad Stufe 1. Und währenddessen schneide ich hier schon mal meine Karotten in Scheiben. Und solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben oder jemanden kennen, der den Kanal noch nicht abonniert hat, freue ich mich natürlich, wenn du uns auch weiterempfiehlst oder direkt den Kanal abonnierst, denn wir freuen uns natürlich immer über jeden neuen Abonnenten. Und du weißt ja, ich möchte unbedingt diese 200.000 Abonnenten knacken, also bin ich auf deine Hilfe angewiesen. Unsere Currypaste, Ingwer und Knoblauch und die Chilischote ist angedünstet. Es riecht gut, ich guck aber jetzt nicht so genau rein. Dann brennt es ordentlich in den Augen und ich gebe jetzt die Karotten dazu. Die Karotten dünsten wir jetzt für 5 Minuten auf der Varoma-Taste. Und ganz wichtig jetzt, den Linkslauf nicht vergessen, denn wir wollen ja nicht zerkleinerte Möhren, sondern wir möchten nur, dass der Thermomix rührt und zwar mit der stumpfen Seite des Messers. Und während die Möhrchen dünsten, schnippel ich hier schon mal unsere Frühlingszwiebel und den Pak Choi. Wir geben jetzt noch 400 Gramm Kokosmilch dazu, 100 Gramm Wasser. Koriander darf ich leider nicht zu viel reingeben. Das mag meine Familie nicht. Dafür liebe ich es umso mehr. Schreib es doch mal super gerne in die Kommentare, ob du Team Koriander bist oder ob du das auch nicht magst. Gib dir noch mal Salz und Pfeffer dazu und dann unseren Pak Choi und die Frühlingszwiebeln. Und jetzt ist ein wichtiger Schritt. Alles hier, was im Mixtopf ist, wirklich noch mal einmal gut mit dem Spatel umrühren, dass wirklich alles mit der Kokosmilch und dem Wasser bedeckt ist, damit auch alles gleichzeitig gar wird. Sehr gut. Wenn so ein paar Frühlingszwiebeln rausgucken, ist das nicht so schlimm. Die garen dann noch mit Wasserdampf. Und das Ganze köcheln wir jetzt für 8 Minuten auf 100 Grad Linkslauf Stufe 1. Unser Curry ist schon fast fertig. Jetzt kommt nämlich noch das Hähnchen ins Spiel. Wir wollen das ja noch in Stücke haben und da gibt es einen ganz einfachen Trick auch. Du kannst einfach den Rühraufsatz dafür einsetzen. Dann vermengen wir das Ganze gleich nochmal und ich habe noch einen kleinen Tipp auch. Du kannst dieses Rezept super simpel variieren, indem du einfach zum Beispiel statt Karotten Süßkartoffeln verwendest, statt Pak Choi Brokkoli oder auch Zuckerschoten. Das heißt, das ist so wie so ein Basisrezept, was du ganz nach deinem Geschmack anpassen kannst. Und während das gleich noch weiter köchelt, und zwar für 7 Minuten auf 100 Grad Linkslauf Stufe 1, kümmere ich mich um die Beilage. Bei mir gibt es Reis dazu. Und da mache ich es mir heute besonders leicht, denn ich habe mir einfach eine Packung, du kennst die vielleicht aus dem Supermarkt, so eine orangene Packung gekauft, die du einfach nur noch in die Mikrowelle stellst. Denn gerade an heißen Tagen habe ich persönlich immer nicht so viel Lust zu kochen und mache es mir gerne einfach. So, den Rühraufsatz setze ich ein und dann kommt das Hähnchen schon dazu. Unser Curry ist fertig. Das duftet herrlich, kann ich dir sagen. Und ich liebe ja diesen kleinen Hack mit dem Rühraufsatz. Dann guckst du dir an. Hier ist wirklich noch das komplette Fleisch stückig geblieben. Passiert ja so bei One-Pot-Gerichten sonst gerne mal, dass das so faserig wird.
Und dann geht's gleich ans Probieren. Ich persönlich liebe ja Curries und an besonders heißen Tagen mache ich mir meistens nicht mal eine Beilage dazu, dann brauche ich auch keinen Reis, weil mir das dann einfach doch immer alles zu schwer im Magen liegt. Aber heute lecker, lecker und guckst dir an, diese Farbe und ach lecker. Der beste Part, das Probieren. Sowas von köstlich. Mach's unbedingt nach. Schreib mir in die Kommentare, wie es dir geschmeckt hat. Und wie gesagt, ich lade dich auch ganz herzlich bei uns in den Mein Zaubertopf Club ein. Hier unten in der Beschreibung findest du auch direkt einen Link dazu. Also guten Appetit, wir sehen uns in der nächsten Folge.